Abfahrt. Ab in Mini, wirklich. Du brauchst eine blaue Karte, Red Card, eine Fuse. Warte, ich habe eine blaue, ich habe eine und ich habe zwei Fuse. Wir brauchen nur eine, ja? Jo. Weißt du, dass du erfolgreich mein Kilt geklaut hast? Du Dieb? Tatsächlich, aber ich habe es auch erfolgreich in die Clothing Kiste eingepackt, weil ich brauche nämlich 25 Radiation Plates, 26 besser gesagt. Wunderschön. Ich hätte gerne mehr Spritzen. Haben wir noch Spritzen? Safe. Oh, vorne beim Eingang eine halbe Kiste voll, also for real. Halbe Kiste am Eingang? Welche Kisten am Eingang? Die linke. Oh Leute, hier war ich ja noch nie. Ach, chillig. Guck mal, ich sehe die Kiste daneben. Wir schwimmen in Gear, ich sag's dir, wie es ist. Wir haben hier eine Kiste hier, hinten eine Kiste hier. Überall Gear rumliegen. Okay, let's go. Hast du Karte, Fuse und Karte? Yes, Karte, Fuse und Karte. Nice. Ich hab keine Muni. Wir gehen zu Fuß aber, oder? Ja, ja. Weil Leben schön ist. Ah, come on, drück! Junge, push! Du schaffst das. Nein! Oh. Das sieht so easy aus, da hochzugehen. Und trotzdem ist das so eine Qual. Ja, auch. True. Kein Cargo da bis jetzt. Einfach nur true. Okay, ich scanne die Area. Meine Bolt sagt kein Feind. Aber meine Bolt sagt auch, da ist kein NPC vor dem Eingang. Vom Tunnel. Echt? Ich denke mal, die Jungs, die uns abgekämpft haben, die machen Mini auf Cooldown und die werden haben auch vielleicht vor, so einen MLS bei uns reinzubumsen. Weißt du? Also, kann ich mir gut vorstellen, sagen wir so. Ja. Vielleicht, wenn wir richtig Glück haben, sind die aber immer noch im Mini-Tunnel drin. Ah ja, mach mal tot. Nice. Whatever. Egal. Bolt will nicht, Owie. Was will nicht? Doch, 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 doch. Ach, Mann. Ein bisschen in die falsche Richtung gelaufen, habe ich gemerkt. Nein, ich sterbe. Lost, lost, lost. Ich bin lost. Oh mein Gott. Ich stimme mich so. Ich stimme mich so. Ne, wer meint, ich bin abs noch überlebt, aber es war frech, dass ich überlebt habe. Oh mein Gott. Ein Scientist mit 5 Muni gerusht und 3 davon daneben geschossen und ja, dementsprechend stand ein Scientist in meinem Gesicht und ich hatte 20 Leben und der hat daneben gesprayt. Boah, wie ist es eigentlich möglich, dass über diesen scheiß Military Tunnel 1000 Viecher rumlaufen? Ich höre die ganze Zeit Steps über uns, ne, von den verkackten Tieren. Da kannst du nichts machen. Hallo? Hallo? Alter, Boot kannst du ja vergessen hier unten. Ja. Hilfe! Ja. Schön entspannt, Maisie. Schön entspannt. Ich dachte, du wärst da schon gewesen, wo ich war. Nee. Komm jetzt rein. Alter. Mann, der Scientist triggert. Der steht die ganze Zeit hinter seinem Ding da und piekt nur kurz rüber und ich sehe ihn nicht. Ich glaube, du hast ihn gekillt. Boah. Alter! Machen gut Schaden gerade, die Skinner, ne? Ja. Kann ja auch. Von hinten kommt gleich keiner, Mann. Würde ich jetzt auch nicht fühlen, so lowlife wie ich bin. Nee, ich auch gerade ganz und gar nicht. Ich muss mal meinen scheiß Bleed austicken lassen, weil ich keine Bandos habe. Hast du den hier hinter den Sandsäcken gekillt? Von hier rechts? Oh mein fucking Gott, guck gleich in die Kisten rein. Ja, ja, habe ich. Guck gleich mal, ich habe nichts rausgenommen. Es sind solche Gönnerkisten, ne? Ja, nice. Nochmal so eine Rakete? Ja. Oh, Holo. Joink. Oh, echt ein Holo drauf? Ja. Lol. Und noch eine Rakete. Krass, ne? C4. Warte mal, den Holo nehme ich mit. Ha, endlich mal ein Holo. Wollen wir kurz zurückgehen, Karten machen? Sind alle down hier? Ja, wir können trotzdem schon. Können wir auch erst alle down machen. Okay. Alter. Ich glaube, ich habe den Headshot gegeben. Naja, das ist stimmt. Ja, bei dem Ballset ist das kein Problem. Ja, dann lass mal eben zurück. Ne, das sind andere Rockets-Tore für so eine Raketenwerferstation, aber wirst du vielleicht noch sehen heute. Oh, Alter! Hab ich mich erschrocken! Was macht er denn in der Ecke hier? Oh, das erste Holo, das werde ich gleich so schnell lernen, ne? Da wirst du gar nicht gucken können. Wir haben jetzt, glaube ich, auch 2 oder wir haben sogar schon 3-4 in der Base. Bin mir unsicher. Ich glaube 2 müssten es sein. Könnte gut sein, ja. Das sieht gut aus. Komisch, dass trotzdem der obere Scientist weg war, so. Aber vielleicht hat er einfach jemand gekillt, der hier am Scrappen war. Boah, das ist ja geil, ey. Eine Fuse hier vorne reinballern. Hä? Achso. Eine Fuse hier, genau. Wenn ich mit der Bolt vor den Schlitz setzt, hast du einfach ein komplettes Faden, also ein komplettes Visier. Wenn du einfach durchscopst, ist geil. Oh, wo genau?
Ja, da auf dieser Anhöhe, wo man da durch den Schlitz gucken kann, oh, auf den Eingang. Ich seh drin. Ich seh an. Nice. Let's go up zum Green Card Room. Up for the Reno. Von Gas. Echt nochmal reinlacken, ne? Und zweimal erst gleich bekommen wir in dem einen Raum da. Mhm. Dann Helikopter nehmen, Base scouten und Abfahrt. Wie zielt man mit dem Ding? Müssen wir uns die Location merken und dann einfach drauf schießen oder was? Genau, wir müssen quasi am besten einmal drüber fliegen, perfekten Marker auf das Ding draufsetzen. Dann clearen wir quasi diese MLRS, das MLRS-Monument, setzen uns in dieses Gerät rein und dann kannst du quasi genau diesen Punkt, den du dir markiert hast, anpeilen. Oder die irgendeinen x-beliebigen Punkt anpeilen und dann drückst du halt einfach nur noch abfeuern. Und dann wird genau dahin gefeuert, wo du markiert hast. Ich bin gespannt, wie lange braucht das, bis es ankommt? Sehr schnell, also bis mit mir wahrscheinlich etwas langsamer wird dann. Hä? Hast du das? Ja. Achso, du warst Green Card Room, ne? Ja. Genau, genau, genau. Mann. Wieder Health Points verloren. Da kommt es ja nicht drum rum. So. Oh, ne, die Five. Lol, noch eine, ich hab auch schon eingezogen. Chillig! Ja, dann. Muss mich mal kurz heilen. Also, soll ich schon mal reinlassen? Oh, ne? Komm. Ja, lass mich rein, lass mich rein. Pass. Wie das einfach nichts over time healt, wenn du am Looten bist. Oh mein Gott, noch eine MP5K, was ist denn? Geil. Alter, also was ist das? Ne. Möchten Sie mal einmal die Pforte öffnen? Aber sowas von. Krass. Was? Ist nicht? Warte mal, kannst du den Schalter anmachen? Rechts? Ah, siehst du, wollte gerade schon sagen. Okay. Trash. Oh, noch eine Rakete. Zwei Raketen wieder drin. Das gibt's nicht. Echt? Das ist nicht mehr normal. Nochmal zwei, oder was? Ja, ja. Ja, ja. Ich hab eine gelootet, du hast eine gelootet, ne? Ich hab jetzt eine im Inf. Willst du mir die droppen? Dann kann ich stacken. Haben wir dann jetzt genug? Ich glaube ja. Irgendwie groß zwei Stück. Das ist ja krass, Mann. 12 Stück. Mann. Ich wurde einfach ausgesperrt. Nice. Also der Midrun, ich muss ganz ehrlich sagen, war wieder absolut worth it. Lass nochmal kurz schneller eingehen. Wir brauchen halt noch ein Ziel, ne? Das wäre schön. Ja, das ist aber easy. Easy peasy. Easy peasy. Wir haben so viel Low Grade, ne? Ich sag's dir. Wir bumsen gleich einfach hier über die Basen drüber. G7 ist immer noch so ein bevorzugtes Target. Aber mal gucken. Schauen wir mal. Theoretisch müsste auch irgendwo unser Typ leben, der das Raheep da uns entrissen hat, ne? Cargo fährt gerade rein. All. Oh Mist. Bei uns auch noch. Ja, okay. Ja, dann. Let's go. Wir müssen es machen. Ja, klar machen wir das. Sollen wir später scrappen sonst? Nee. Ich brauch die Metal Tracks. Das Ding ist, die Base decayed gerade, ne? Wegen Stein. Ich hab keine Pickaxe gelootet? Ich hab. Nee. Also, ja, aber ich hab keine mitgenommen. Willst du nochmal kurz reingehen am Anfang und kurz ein Scientist looten? Ich halt von hier vorne. Und dann nehmen wir einen Stein mit auf dem Rückweg. Einen einzigen. Na gut. Dauert eh kurz das Schritt an. Einen Stein mitnehmen, dann haben wir Upkeep da. Okay. Jetzt schon mal zu Stone Node. Yo, yo, yo. Fast 1000 Scrap hat der Run, by the way, gebracht. Das ist schon heftig. Kommen Sie. Ich habe Steine. 900 Scrapperino habe ich da bestellt. Okay. Ich eile. Wir sind so. Gleich schon. Ist das gleich Cargo direkt vor unserer Haustür? Ja, ja, ja. Das wäre perfekt. Ich könnte fast mit einem Boot hochrudeln. Aber mit Mini fühle ich mehr. Definitiv. Man möchte ja mobil und flexibel sein. So schaut's aus. Sind wir immer noch roundabout so viele Spieler online, wie als wir gejoint sind, ne? Also, hält sich kontinuierlich. Ist nicht Hype-Hop oder so, aber es hält sich halt kontinuierlich. So, dann bin ich. Wubbe. Juhu. 4 Stunden Base-Upkeep. Das nenne ich mal tip-top. Besser, ha? Immer noch Pistol-Ammo? Ja. Diese MLRS, wie sie schmecken, Mann. Wo haben wir die denn jetzt alle? Hier in der Ammo-Kiste. 12 Stück. Wunderschön. Das ist wirklich wunderschön. Ich nehme Low Grade mit, würde ich sagen, ne? Haben wir noch Pistol-Ammo da? Ja, ich habe 128 Schuss. Ah, hier ist auch noch ein kompletter Stack in der Dropkiste. Oh ja, ich sehe es gerade. Ich sehe mich ja auch bei der Bolt, muss ich ganz ehrlich sagen. Haben wir noch eine heile Bolt? Yo. Alright, ich habe Low Grade dabei. Ich habe, ich bin, glaube ich, set. Okay. Ready for Takeoff. Dann los. Oh, ich habe nicht genug Spritzen, nur ein paar Spritzen einstecken. Unsere Minicopter-Garage ein bisschen scuffed. Die müssen wir eigentlich mal ein bisschen besser bauen. Nicht nur die Minicopter-Garage. Nein, das sind aber so weit besser da. Ist ja gerade jetzt rein. Springen wir dabei. Ja, nice. Und das Schwein! Ah, okay.
Oh. I'm coming. Hat einfach keinen Hitmarker gegeben, das Schwein, okay. Muss noch ein bisschen Cloth einpacken. So, Tür ist wieder drin. Ab geht's. Let's yes. go. Da war doch eben ein Shop, ne? Bei Q05. Da müssen wir später auch mal vorbeischauen. Die Jungs hatten auch sehr, sehr früh schon eine Workbench 2, die noch aktiv sind. Okay. Also oben drauf ist auf jeden Fall noch Scientist. Oh, ist aber Arschcargo. Der guckt aber runter. Naja, mit dem ja, der hat gerade nachgeladen. Machen die das, wenn man reinrendert zufällig? Oh, das kann gut sein. Not sure. Ich würde immer eine Nahkampfwaffe in der Hand. Im Nahkampf. Ich stand immer oben drauf. Ja, ja, ich hab den nur ein bisschen angeschüttet. Oh. Nice, sehr schön. Vorne steht auch noch NPC. Sieht bisher nicht so aus, als wäre hier jemand. Nee, glaube ich auch nicht. Ah, er war noch spannend. Schnell. So. Ah ja, das stimmt schon. Ist ja kaum ein paar Sekunden da. LOL! Okay. Der Cheater-NPC, ey. Ja, man kennst du die Cheaters, ne? Willst du clearen und ich halte hier oben oder was ich was machen? Ist mir egal. Auf ihn, schießt er auf dich? Nein. LOL. Ey, sein Ellbogen hat aus der Wand rausgeguckt und das hat gereicht, dass er mich targetet und auf mich schießt. Ah, das muss sein. Ja, ich könnte geh sonst clearen. Hey. Ich hab Rücken, Maiko, ich hab Rücken. Ist das unangenehm? Hast du einen Schreibtisch, wo du theoretisch stehen könntest oder nicht? Nee. Warum nicht? Hättest du mal drüber nachgedacht oder fühlst du gar nicht sowas? Doch schon, aber A, passt das vom Platz hier nicht. Also, okay. Weil halt Dachschräge ist und B, steht das auf dem Plan für, wenn ich umgezogen bin. Also beim Bäumchen hier. Ja, ja, ja. Ich hab ja einen Schreibtisch zum Hochfahren. Ich find das anders nice. Viele sitzen halt anders drauf. Ich hab Leatherhatch bekommen. Aber jetzt ist unser Roof Access schon fertig. Wir können das dreieckig oder viereckig? Viereckig. Ah, hey. Ach, du hast auf dich geschossen. Ja, ich hab auf dich geschossen. Weil die Lock-Crate versperrt einfach den Weg nach unten. naja, wenn die da vor der Tür steht, ne? Ja. What? Hab ich gerade einen Heli gehört? Oh, ich habe wieder Rocket gefunden. Zwei Heli-Duquests sind drauf. Ja, beide an. Yay, neuen Killed. Pack mal meine Holzhose weg. Wir werden hier erstmal nicht radioaktiv sein. Sagte er und ihm wurde zu kalt. Na, aber nur zu kalt ohne Minusgrad, oder? Na, minus 6. Oh, okay. Sieht einfach ist das nach Kugel aus und so. Ja, ein Pfeifen. Sollte hier nicht noch einer sein? Warum ist der tot? Hast du unter dem Deck einen gekillt? Nee. Den hab ich doch nicht gekillt, oder? I don't know, man. Hier wird ja wohl keiner sein. Small Oil wurde gerade gecallt, ne, by the way. Was wird gecallt? Small Oil wurde gerade die Heavies gecallt. Crazy. Würde ich uns auch theoretische Account ansehen, mal kurz eben. Wäre halt ein bisschen abgehoben, wenn wir das verlieren, ne? Das wäre halt einfach wieder dann selbst schuld, so. Ja, ist schon schwierig, ne? Ist gierig. Ist wirklich und ist gierig. Am Warp Day, nach dem Full Warp, einfach ein Cargo zu verlassen, um mal ein bisschen Action zu bekommen. Das kommt erst noch. Ja, Kisten sind alle an, zumindest bis jetzt. Also die da sind. Wie ekelhaft das sein muss, wenn du so eine Metallmaske im Gesicht hast und dir wird deswegen kalt. Ah. Unangenehm. Oh, stell mal vor, das ist echt eklig. Du bist im Schnee oder sowas und eine Metallmaske auf deiner Haut. Bruder, hör mir auf. Wenn die sich einmal aufgehört hat, ne, dann haut es vielleicht dann ein bisschen warm, aber das ist schon, uff. Ja. So, wir gehen aufs Oil drauf. Wenn wir es schaffen, kommen vom Cargo einen zu killen mit Bolt. Ja, wahrscheinlich schaffen wir das. Ja, dann ist ja, dann wäre ich selbst dabei. Bin gespannt. Vielleicht sehen wir dann ja, was sie haben. Es ist Nacht, ne? Wir sollten die eigentlich ganz gut sehen. Eigentlich ja, schon die Silhouetten so. Mhm. Die haben doch schon gecallt, ne? Ja. Eigentlich, ja. Die sind, ja. Unten. Oh mein Gott, komm mal schnell hoch. Unten? Oh ja, ich sehe es, die gehen gerade die Treppe runter, ne? Oh mein Gott, komm mal kurz, schnell zum Boot. Jetzt zum Captain oben. Warte. Der hat oder sowas, warte mal. Jo, er geht aufs Boot, Er ist auf dem Boot. Hat einen Hit. Nein, bei mir nicht.
Ist er ins Wasser gefallen? Er ist am Wasser beim Steg. Der wird so kalt sein, ne? Glaubst du, er ist alleine? Siehst du einen Mater? Ich habe keinen zweiten gesehen. Der taucht auch nicht mehr auf. Ist ins Wasser gejumpt, ist weg. Oder dem ist minus 100 Grad kalt. Wo ist dein Mate? Warte mal, pass auf. Bleib mal, wo du bist. Ich flieg mal einfach mal kurz so ein bisschen nah ran und guck mal, ob da irgendwas passiert, ob die auf mich schießen oder so. Ja, ich sehe den nicht, ne? Der ist nicht wieder aufgetaucht bisher, warte mal. Combat Lock. Hat 42 HP gehabt nach dem Hit. Meinst du, der hat Diving Tank dabei gehabt? Keine Ahnung. Also wie wahrscheinlich hat der einen Diving Tank dabei, wenn man mit einem Boot dahin gefahren ist? Gar nicht passiert, aber ich sehe halt auch ultra schlecht. Du siehst halt weiter nichts, ne? Ne. Doch, er ist auf dem Boot. Oder? Boot? Ja. Hat noch einen Hit. Er ist auf dem Boot drauf. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Er hüpft wieder auf den Steg. Jetzt sehe ich ihn wieder nicht. Wenn das zwei sind, bin ich ja so gefickt, ne? Das ist so risky, was ich gerade mache. Ich hab gerade so Bock. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Er war gerade auf dem Boot und jetzt ist er wieder weg. Er hatte seinen Kopf eingezogen. Kann sein, dass er wieder im Wasser ist und gleich wieder aufs Boot mountet. Ich bin aber leider auch gleich von dir weg, ne? Soll ich mit dem Boot kommen? Kannst du machen eigentlich, ja, safe. Er ist nicht auf seinem Boot. Keine Ahnung, ich hole das Beiboot. Ich bin jetzt hier, nicht, dass er mich schießt. Ich hoffe hier runter. Ich sehe unten nichts. Ich gucke noch so lange, wie ich kann. Ich sehe da gar nichts. Könnte halt jetzt auch tot sein, ne? Wenn er keine Mats hatte. 25 HP nach dem letzten Treffer. Wenn dem kalt ist und der am Bleeden war, dann ist er eventuell tot. Also ich warte lieber auf dich hier, bevor ich irgendwas mache. Naja, bin gleich da. Ich komme aufs Cargo zurück und dann sind hier irgendwelche anderen Gangster drauf. Ich sag's dir. Ich glaube, er liegt da. Komme. Nee, doch nicht. Fahr mal so nah ran, dass ich den leuchtenden Steg sehe und dann gucke ich nochmal mit der Bolt vorher. Ich auch nicht schwimmen oder so, der muss dead sein. Keine Ahnung, ich sehe gar nichts. Ich habe dich im Visier, aber ich sehe ihn nicht. Siehst du ihn beim Boot oder so? Nein. Also vielleicht hat er wirklich Diving Tank gehabt, ne? Kann schon sein, habe ich auch nichts gehört irgendwie. Ich komme mit dem Boot zu dir. Nicht, dass er gar nicht bei mir einsteigt. Ich bin da geschädigt. Komm einfach hier. Und da? Komm einfach hier rein an den Steg, komm einfach hoch. Wild. Aber warum ist der auch solo hier? Keine Ahnung. Der muss ja ein Dive. Aber er war auch vorher übelst lange unter Wasser, ne? Er hat doch sogar ein bisschen was gestored in der Kiste, aber naja. Ich hab auch schon was rausgenommen. Okay. Und so. Gehen wir aufs Cargo, oder? Ja, safe. Crazy. Maybe ausgelockt. Stimmt. Eine Stadt mit Stadt rein ausgelockt, maybe. Ja, das könnte sein. Man kann ja unter Wasser schwimmen und dann sich ausloggen. Theoretisch. Hm. Dann liegt er auf dem Meeresgrund, oder was? Dann liegt er halt einfach liegt über der Oberfläche. Also einfach da, wo er sich halt ausloggt, liegt er dann da. Und er trinkt halt nicht. Ja, zwei Shots, zwei Hits, ne? Wo bist du? Ja, das war echt gut, muss ich sagen. Vom Cargo aus, was es halt noch fährt. Ja, aber das ist auch in meinem Favor gefahren, muss man sagen. Ein Boot links? Ja, ist immer drauf. Ist 1.000.000% ja, drauf. Ja, safe. Das Boot ist gerade erst runtergegangen. Ja, die Kisten hier ist ja auf, ne? Fällt mir drauf. Wir müssen eigentlich schnell runterpushen. Okay. Hoffen, dass das Hits sind. Ich hab mal Logit rausgenommen aus Mini. Aber die müssen ja auch unter Deck sein, ne? Ja, denke ich auch. Machen sich auch nichts. Ich höre auch keine Steps oder so. Ja. Geh mal du hier rein, ich geh andere Seite rein. Ja. Geh jetzt unten um die Ecke rum. Na, ich auch jetzt. Wo ist die erste Kiste, die ich auch. Weißt du was für dich? Du läufst unter dir, läuft da. Einer ist down, einer im roten Container. Ist dead. Nice. Die haben nur Plap-Sachen. Okay, gehen wir mal trotzdem davon aus, dass eventuell noch einer hier ist. Lass uns nicht den gleichen Fehler zweimal machen. Er hat 200 Stoff dabei. Ach du Scheiße. Oh ne, Elite Crate. Okay. Neue Rakete, Ink? Ne, schade. Lol. So, hast du zwei Crates eben angehabt oder wie? Ja. Okay, da habe ich jetzt gerade die Dritte angemacht. Nächstes Mal Boote zerstören. Was für Boote zerstören? Als ob man die mal so eben wegmachen würde. Hätte mal einen Jackie dabei, dann easy vielleicht, aber so. Brauch schon ein paar Schüsse. Drei Minuten. Oh, guck mal, die Base da vorne. Ich bin unter Deck, ich guck gar nichts. Okay. Oh, die ist ich base so. Den mit dem Pfeil, vielleicht hat der Bock zu kommen. Null. Was ist er denn jetzt? Muss er doch aufhören. Leute, er schießt. Ich schieße halt mit dem Revolver zurück, ne? Ein paar, naja, mit einer Custom. Ja? Okay. Du hast recht. Wo ist denn die Kiste? Oh, er hat nicht bekommen. Ah ja, stimmt, da oben war die. Ja, Bruder, ich kann nicht reingucken, wenn der Timer noch läuft. So, wir haben hier drin 2-8-fach. Eine Tommy, Munition, Metal Face Mask, Laptop, HQ und Shit. Nice, hört sich gut an, aber hört sich auch nicht richtig saftig an, ne? Naja, richtig saftig ist es nicht. Okay. Na, das ist Schrott. Oh, okay. War in der ersten Crate ein Steuergerät drin. Ich hatte die Fresse gehabt, dann so ein MLS-Steuergerät. Ich habe jetzt hier auch schon wieder eins, ja. War das in der ersten Crate oder nicht, die du aufgemacht hast? Nein, im zweiten. Okay, alright. Also bisher auch keine gute Waffe oder so. Na, leider ein 8-fach auf einer Pistole. Ah, da sehe ich dich. Ja, ich mich auch.
sagen, ich hätte mehr erwartet als ein Duo-Team mit Hide-Rüstung und Pump. Ja. Beziehungsweise Double Barrel. True. So, letzte Sekunde, 30 Sekunden, letzte Crate. Bitte gönnen jetzt. Zieh mal jetzt was richtig Gutes raus. Was wäre dein Wunsch-Item? LR. LR? Ich hab Bock auf ein LR. Aber die krieg ich doch drin. Ja, safe. Fühl dich aber gleich, wenn du beim Raid ein LR hast oder so. Oh. Und Rocket Launcher wäre auch nice, ja, Rocket Launcher. Okay, und wird es Pock-Loot oder nicht? Das erfahren sie jetzt. Oh, LR, Pock-Loot! LOL, als ob! Yes, sir! LOL, Alter! Was noch? Amador, noch eine Metal Face Mask, noch so ein Tool-Ding, Tech Trash und das war's. LOL, krass. So, Meister. Wo darf ich dich denn abholen? Warte mal, ich muss gerade meine LR zusammenbauen. Da kommt ein Flashlight drauf, ein Holo. Jetzt wird das Ding geschultert, ausgepackt und nachgeladen. Holo, ich komm hoch. LR. Mann, gar keinen Bock mehr auf Wetten. Und Wetten, so. Kasper, danke schön für die Füße. Ich würde über die Füße fliegen, ne? Mal kurz schauen, was da vorne liegt. Vielen Dank. Richtung Dome. Dome? Und rund um Midi müssen wir eigentlich schauen, was bei Midi sich so aufgepasst hat. Ja, ich würde sagen, Kit ist fertig, ne? Ich sehe eigentlich aus, wie ich immer aussehe. LR auf der 1, Bolt auf der 2. Spritzen, Face Mask, Jacke, Kilt. Easy. Der Raid kann kommen jetzt, oder nicht? Sollte man meinen. Muss nur umgeskinnt werden. Das Ding. Ich würde auch ultra fühlen, jemanden online-mäßig wegzumachen, weißt du? Jemand, der online ist und das Ding einfach komplett abbekommt. Einfach so einen richtigen Arsch machen und hingehen. You're get raided. Friend, you get raided. Und danach kommt der Airstrike. Boah, das ist so böse, ne? Jetzt ist Base raided, Cappy. Wäre doof. Das wäre wirklich doof. So, ich muss noch ein wichtiges Utensil bauen. Und ich würde mal ganz fix eine Oil Refinery einfach mal hier hinsetzen. Machen Sie das? Die ist in der Drop-Off-Kiste, glaube ich, oder? Nee, ist sie nicht. Eieiei. Kannst du noch eine Metal Face Mask nehmen, wenn du Langeweile hast oder eine brauchst oder so? Würde ich nicht nein zu sagen, tatsächlich, ja. Ja, wir haben hier ein paar. So. Alter, wie viel Oil Refinery da drin, ne? Irgendwo, ja. Warum haben wir so viel HQ? Das ist ja lächerlich. Das ist wirklich lächerlich. Ah, ich glaube, ich weiß, wo die Oil Refinery ist. Stimmt. War die nicht hier über mir in der Kiste? Nein, hier vorne. Bei den Baukisten, glaube ich, habe ich die reingepackt. Ja. Okay. So, ich habe Munition, ich habe Mats, ich habe ein paar Bendos. Ich sollte noch ein bisschen Cloth einstecken, dann können wir los. So, was denkst du? Wie viel ist mein Outfit wert, hä? Hm? Oh, dang it, Alter. Arm, Junge, die Jacke ist von Gucci. Alter. Das sieht fresh aus. Und dazu diese Blackout Ball. Ui. Der LR-Skin passt nicht ganz dazu, aber ist auch ein sicker Skin, würde ich sagen. Ja. Hätte auch noch einen anderen, aber der ist halt geil. Lol, eine Armored Base hier vorne, what? Also Armored Basen, da bin ich immer... Lol, die ist kaputt. Oh, was haben wir denn hier? Oh, die ist auch kaputt. Nee. Vorne fehlt auf jeden Fall eine Tür. Beim Shop fehlt keine Tür. Das ist nicht drin eigentlich, ne? Das sind Zimmer 2. Oh, lol, das ist ein Keylock. Das könnte der sein, der uns beim Cargo da abgegriffen hat, ne? Okay. Der auch ein Solo. Nee, vorne ist ein Codelock drin. Hä? Ist das Ding geradet? Da ist warte auf jeden mal. Fall noch Stuff im Shop. Warum ist da ein Keylock dran, ne? Keine Ahnung. Was ist denn im Shop drin? Warte mal. Custom. Warte mal, ich sag's dir sofort. Custom. Revolver. Flashlight. Double Barrel. Muni. Rifle Ammo. Pistol Ammo. Das könnte der wirklich sein. Zum ich mag den mal auf der Map. Einfach mag das immer, ja. Schöpfe. Achtung, da kommt ja. Launch Site. Ja, gut, dass das stimmt. What the fuck, hat das Ding auf uns geschossen? Das hat auf uns geschossen, aber ging. Woo! Shots! Ich dachte nicht, dass das auf uns schießt, muss ich ehrlich sagen. Lol, das hätte ich nicht gedacht. Hä, wieso schießt das so weit? Was ist das? Heck, hey! Da, Feinde! Vor uns auf der Base, die ist aktiv. Oh mein Gott, ich hab Bock. Ja, warte mal kurz. Steht oben auf dem Dach. Da schießt du mal, das ist gar nicht so weit, da ist irgendwas broken. Hä? Chat, was ist das? Okay, ich steig mal aus. Hä? Auf eine Million Kilometer fängt er an. Oh, er ist tot! Hin! Flieg hin! Was? Ich hab ihn weggemacht! Kein Bock what mehr! Alter! Hol die LR raus, ne? Ja, ja. Nein, die Sams setzen, das ist das Problem. Ich lass dich oben drüben ab, du musst einfach abspringen. Abspringen. 3, 2, 1, spring. Hä? Lol? Warum ist der gelootet? Ja, durch die Tür. Oh, die Sau! Halt mal kurz. So. Komme. Okay. Boah, ich fühle den MLS, ne? Ich fühle es ja derbe, ne? Da ist ein fucking Pferd. Alter, okay, ich hab so Bock auf die Base, ne?
Willst du die sprengen? Ich werde mal kurz einen Marker setzen. Ja, mach mal einen Marker. Das ist böse. Halt die Tür kurz um. Ich halte. Boah, wie schnell der sich gelootet hat, ey. Ich mag mal besser lieber hier. Ja, doch, ist gut. Ey, starten sie. Halt die Tür noch. Er weiß vielleicht jetzt nicht. Jetzt kann ich, wenn ich hoch bin. So, jetzt rennt sie. Alright, wir fliegen nach Hause. Oh, Launchpad. Oh. Ja, aufpassen. Boah, Junge, der Mast! Alter, Brett des Todes gekriegt, der Kollege. Einfach umgefallen. Was hat der an? Ein Hessi oder was? Ja, das ist ein Hessi an, ja, den hat's direkt zerrupft. Alter, ich nehme gleich alles Boom, was wir in der Base haben mit, ne? Also C4 oder Rockers oder so. Schauen wir mal, ob wir einen Launcher haben. Findest du alles mit? Dass wir das finishen können, theoretisch, wenn da irgendwie weiß nicht, eine Tür steht oder so hinter. Ich weiß ja nicht, wie viel. Also, ich habe noch nie auf so eine Base eine MLS geschossen. Ich habe immer nur auf Riesenbasen MLS geschossen, ne? Okay. Deswegen, das ist auch mein erstes Mal. Mal gucken. Oh, okay, ich habe anders Bock, ne? Das ist gut. Ich auch. Aber das wird keine Enttäuschung gleich. Schau mal, vor die Base steht einfach. Lost. Aber war kein Solo, ne? Er hat zumindest Loks gehabt. Nee, würde ich sagen. So, ich hab dabei. Ich bin gespannt, was da passieren wird. Ja gut, wie machen wir das? Das stimmt. Wie machen wir das denn dann? Ist ja voll dumm, wenn wir schießen und dann sehen wir das ja gar nicht. Oder fliegen die in der Luft? Wirklich. Ja, ich denke mal, wir kriegen den Einschlag nicht richtig mit. Also entweder du killst dich rüber und ich... Am besten wäre es tatsächlich, wenn wir einfach hinterher fliegen quasi. Also wir werden wahrscheinlich 5 Sekunden später da sein oder 10 Sekunden. Ich weiß es selbst nicht ganz genau. Okay. Ja, oder du setzt mich halt da ab, aber ist halt auch doof, ne? Dann hast du halt, dann ist halt die Chance höher, dass du da eventuell gekillt wirst oder so. Nee, das nicht unbedingt. Dann siehst du halt nicht, wie das da gekillt wird und wie das da gestartet wird und das ganze Modul und sowas siehst du nicht. Ja, gut, das sehe ich also halt auch nicht. Egal. Also wie der Ort aussieht, das weiß ich. Wie das Ganze funktioniert, weiß ich nicht. Das ist schon eigentlich ganz nice zu sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde einfach hin, also einfach gib ihm. Einfach zusammen dahin. Okay, ich komme. Ich habe alles dabei. Aiming Module. Die Dinger, ich habe Logrid dabei. Ah, ich sollte noch ein bisschen mehr Money mitnehmen, sehe ich gerade. Ja, noch ein Sleeping Bag. Willst du mir nochmal kurz ein Holo droppen? Dann kann ich das nochmal kurz erlernen. Ein Zweicraft, dann habe ich auch eins. Yes, sir. Wo bist du? Ja, es kommt runter. Eieiei. Ja, wie machen wir das jetzt? Gehen wir jetzt beide zusammen dahin und fliegen dem Bombardement hinterher? Es ist halt schon geil. Es wäre schön, wenn es einer sehen könnte, auf jeden Fall. Den Einschlag. Kurz was für dich, Kay? Hm? Hier unten liegt auf dem Boden. Ist für dich. Geil. Jetzt muss ich das bauen. Lass nicht drüber reden, warum ich das jetzt zweimal gelernt habe. Lass einfach nicht drüber reden. Ah. Ich hab's doppelt gelernt. Ah. Und mein Chat hat mir auch noch geschrieben und ich hab Chat nicht gelesen. Ich will auch nicht drüber reden. Ah, du liest auch Chat nicht? Da haben sich, glaube ich, echt zwei gefunden. Pop. So, Holo ist da, liegt auf dem Boden. Geil. Abfahrt, Game. Hui! Let's go. Soll das so, dass die Refinery brennt? Ja, das soll so. Da ist nichts mehr drin. Okay. Hey, danke schön für die 3 Euro, Felix. Ich weiß nicht ganz, was du meinst, aber ich kann ja mal sagen, wie es funktioniert nochmal. Es gibt ein neues Monument. Das ist hier hinten. Das ist so eine Militärbasis. Und da drin steht ein Raketenfahrzeug, was halt Raketen schießt, Langstreckenraketen. Wir müssen die Sachen, die wir brauchen, um das zu benutzen, müssen wir da hinbringen. Zu diesem Teil da. Und können von da aus dann damit schießen. Eigentlich ja. Wir können das nicht anders machen. Wir müssen das von hier machen. Ne, ich sehe auch keine. Also eventuell sind hier Leute. Entweder Leute sind hier oder ist cleared. Kann beides sein. Ja. So, pass auf. Eigentlich musst du das ja machen, ne? Pass auf, komm her. Junge, Junge, Junge. Das kleine Ding auf. So, du packst die Rockets hier hinten rein. Rockets hinten rein. Yes. So. Dann setze dich da rein. Setze mich rein. Du musst das Aiming-Modul darauf machen. Jetzt bitte ganz vorsichtig sein, ne? Aiming-Modul reinmachen. Auf die Map gucken. Warte. Eins nach dem anderen. Aiming-Modul rein. So, ja. Und jetzt? Jetzt auf der Karte, auf die Karte klicken, aber niemals draufklicken, drücken, wenn da steht irgendwie Fire Rockets oder sowas. Genau, lesen immer. Auf die Karte gucken und dann das Ding markieren, was ich dir da gezeigt habe, oben. Auf den Marker müsstest du drauf machen und dann wieder rausgehen mit Space quasi. Hey, wait, what? Ich würde gerne das... Nochmal. Also hier steht jetzt Set Target bei mir. Genau, Set Target, mach mal. Drück mal drauf. Linksklick oder E oder was? Mit E. Okay. Habe ich, ja. Bist du in der Map? Mhm. Jetzt musst du zu dem Marker hin, der ist oben im Schneeball-Launcher, oben rechts auf der Map. Da steht jetzt Click Map to Aim. Genau, du musst einfach auf der Map quasi Rechtsklick drauf machen, da auf das Target, wo du hinnehmen möchtest. Rechtsklick auf die Map machen? Genau, also du marken möchtest quasi, glaube ich. Oder links. Aber ich muss ja erstmal den Ort finden. Oh, genau. Ort ist oben rechts bei Launch. Oben rechts, und dann bediene ich jetzt mit diesen Reglern hier, ja? Genau, mit W, A und SD kannst du, also erstmal Rechtsklick irgendwo, wo du es hinhaben möchtest, und mit W, A, SD kannst du quasi das Ding noch ein bisschen moven. Okay, aber ich muss ja die Map erstmal moven. Ja, genau. Okay, den Marker sehe ich hier auch, oder was? Ah ja, okay, ich sehe den Marker, ja. Dann musst du quasi gucken, dass das weiße Aim-Coin von dem Ding, nicht dieses schwarze, sondern das weiße muss da drauf sein. Also okay, genau, also ich mache jetzt auf den Marker erstmal Rechtsklick, ja? Ja, genau. Ja?
Habe ich gemacht, okay, wird ausgerichtet, ist drauf gezielt. Nice, nice. Und jetzt gibt es da einen weißen Kreis noch drum, ne? Einen schwarzen, ja, und einen weißen, ja, Kreis, glaube ich. Der weiße Kreis ist das, wo das weißen Ding treffen. Roten und weißen. Wo ist der weiß? Ist er genau drauf oder nicht? Der weiß ist ein bisschen verschoben. Dann kannst du mit WASD das mal so ausrichten jetzt, dass das perfekt drauf ist. Oder versuchen, es perfekt drauf zu kriegen. Den das weißen, kann, dass der Marker in der Mitte vom weißen ist, oder was? Genau, der weiß, dieser weiße Kreis, also der Marker muss genau in der Mitte des weißen Kreises sein. Aber nicht das rote Fadenkreuz. Nicht das rote Fadenkreuz, genau, der weiße Marker. Okay, ist in der Mitte. Perfekt, dann kannst du nochmal rausgehen, also einfach rausgehen, glaube ich. Escape, oder was? X drücken und dann, okay, dann Space drücken einmal. Mich einmal reinlassen, ich will auch nochmal checken. Space. Und, genau, Space drücken. Du, okay, feuerst gleich ab. Okay. So, Z-Target, ja. Oh, okay, das sieht sehr gut aus. Oh, sieht sehr gut aus. Na gut, dann setzt du dich jetzt gleich rein und drückst auf Aim, aber erst starte ich die Rotoren vom Minicopter. Das, okay, aber nicht, dass uns die Rockets rein in der Luft abknallen, ey. Nein, easy. Okay, so. Theoretisch kannst du links an den Schalter und Z-Dings und direkt Space drücken. Also direkt, also einfach Fire Rockets quasi jetzt, oder was? Und direkt hier rein. Okay, go. Und jetzt schnell rein. Ach du Scheiße, Vorsicht, dass sie uns nicht hitten. Und jetzt siehst du auf der Map, also siehst, wo die sind, oder nicht? Jo, die fliegen. Ach du Scheiße, die sind viel schneller als wir. Scheiße! Lol. Oh nein, wir verpassen den Einschlag. Oh, der arme, ja, ne, Kerl, Junge. Wenn er jetzt in seiner Base sitzt und einfach so eine Atomexplosion kommt. Oder der ist nicht mehr normal, Alter. Oh, die sind so schnell. Jemand meinte gestern aus meinem Chat, man kann hinterherfliegen mit dem Mini. Ist aber einfach nicht so. Keine Chance. Fliegt schon extra flach. Du kannst hinterherfliegen, aber du kriegst sie nicht eingeholt. Ja, das sag ich ja. Oh, hätte ich mir da mal ein Sleeping Backing gemacht oder so. Ja, das wäre wild, ne? Schlagen sie schon ein oder wo sind sie gerade auf der Map? Komm jetzt gleich an. Jetzt. Jetzt schlagen sie ein. Echt? Ja, sind, oh, drin. Och komm, Alter. Das ist echt belastend, dass wir es nicht gesehen haben. Und wir sind noch die Hälfte der Strecke, Alter. Scheiße. Das ist halt anders weit weg. Ja. Du darfst halt nicht fixen. Du musst direkt vom Dach beamen, okay? Jo. Schaffst du, ne? Ein Timer wäre echt geil, wenn man da einstellen könnte. Launch nach. Ich habe auch das Modul nicht mehr ausgenommen, aber ist ja egal, wenn man mehrere, ne? Nee, das Modul ist weg. Das Modul ist weg. Okay. Ja, geil, wenn du einstellen könntest, Launch nach einer Minute oder so. Ich hoffe, der fixt halt nicht instant, ne? Stell mal vor, da ist instant Bauplan, Hammer in der Hand und fixt das da jetzt alles. Wir sehen dann gar nicht den Schaden, Mann. Das wäre kacke. Ja, richtig kacke. Ich will halt schon den Schaden sehen. Oh, ich hoffe, dass der. Oh, Mann. Vorsicht, Bäume. Stell mal vor. Naja, easy. Das wäre so langsam, hätte ich niemals gedacht. Mhm. Vielleicht haben wir aber Glück, wir haben den gekillt damit. Und seinen Back. Maybe, ja. So, Base kommt gleich. Vorsicht, wegen Launchzeit auch. Ja. Hä, hey, wo ist die Base? Die müsste hier sein. Da ist sie. Die fehlt ein bisschen was. Achtung, da kommen Rockets. Hier oben drauf. Hier drauf. Drauf. Und das Dach hat es komplett weggefetzt. Hier ist noch zu. Mm. Schaden sieht aber okay aus, ne? Hat nicht so viel das gemacht, oder? Hat halt die halbe Base oben weggefetzt, aber das war's. Pferd ist dead. hast du einmal. Wir haben keine Leiter dabei. Nee. Wo ist der Typ, frage ich mich, will der? War der nicht keine zu Hause? Ahnung, Alter, vielleicht ist er gegangen. Willst du mal einmal schauen, wie viel HP das unten alles hat? Also das hier oben hat alles so noch 5 HP oder so. Hier 32. Hier drin ist nichts kaputt. Ich dachte, die Base würde mehr destruktiv sein hier. Mhm. Ja, same. Er hat hier seine Tür zum Entern. Leg mal gerade ein Sleeping Bag hier hin. Ja, lass von oben durch die Decke gehen. Ich glaube, da habe ich ein gutes Gefühl. Haben wir genug Zeug, um reinzukommen? Ich denke mal. Ist halt kritisch, ob wir das hier bekommen oder nicht. Guck mal, setz dich nochmal rein. Mhm. Er ist halt gerade nicht da, ne? Nee. Entweder er ist unterwegs, oder? Extra ein Target aus. Ja. Dann sowas. Schade. So, ich würde jetzt hier vorne durch, theoretisch. Das ist zweimal eins, ne, oder? Ja. Immer aufs Dach hoch. Warte mal, du musst nur einmal. Also, sorry, du musst nur einmal runter. Und zwar diese Wand hier vorne, ne? Hm? Ich glaube, die hat die da unten. Springe ich hier vorne runter. Da unten die Wand. Die Wand da. 325. 325. Das wäre theoretisch cheaper, soll ich mal da rein? Aber da rein? Was von unten? Das ist auch Honeycomb, oder? Eigentlich nicht eben. Das, ach ja, nee, das der hat aus Dreiecken einen Kreis gebaut, oder was? Genau. Okay, ja dann. Rocket und C4, reicht das? Okay, ja, das würde ich schätzen. Oder wir machen Rocket, oder wir machen C4, Z-Shield und Exponent. Ist der Jedi nicht ein bisschen nah? Ich hoffe mal nicht. Ja, Vorsicht nicht, dass Licht wegbombt, ey. Hm. Jetzt bin ich gespannt. Oh, 50 hier. HP. Explorer. Eins hat schon, eins ja noch nicht, aber kannst du schon mal nachladen, theoretisch. Du wirst gleich schießen müssen. Also entweder ist ultra anlagend und er ist gerade aufgegangen, aber ich meine, wir haben ja instant geholt und instant reingebumst. Oder er ist halt einfach nicht in Base. Sein Pferd ist auf jeden Fall dead. Also countern tut man das eigentlich mit Sam-Side, soweit ich weiß. Okay, ne? Och, Satchel, come on. Ach so, das mit der Sam-Side meintest du? Nee, das geht nicht. Ach lol. Oh, da ist er, lol. Drinne. Was macht er da? Warte mal. Ich komme hier nicht durch.
Warte, ich hab einen Combat Knife. Warte mal, stopp. Du kannst dein DC mit Explosion zerschießen. Guck mal, aber da ist ein Fenster vor, da ist ein Fenster vor. Nee, das, oder? Das ist auch für Fenster. Mal. Ja. Okay, ist weg. Haben wir Wood? Nee, ne? Hast du eine Axt? And what happened? And what happened? Fährt ein Zug unter uns her. Don't know. Oh man, der ist ja anders. Er ist voll sad. GG. Eigentlich ist nicht das. Er hat ja auch kaum was. I thought you guys are loaded, man. You guys are not loaded. You guys are not loaded. Oh no, I'm just solo, bro. I thought we could raid you because you have code locks and stuff. Code locks and stuff. Oh man. I'm sorry, man. We were looking for the big boys, actually. But I don't think we take anything, man. I just died at fucking water treatment. dude got red card and everything off me. Oh. He's killed me twice now. Nee, hört sich an, als ob er gleich weinen würde. Man, your TC loot is still over there. Go to the camp, I get some here, man. Ja, also ich kann ihm eigentlich nichts rausnehmen, er hat halt nichts, ne? Ich hab ein bisschen Gunpowder rausgenommen. Ja, er hat halt auch, er hat wirklich nichts. Oder er hat's jetzt halt versteckt. Ja, aber wo? Also. Keine Ahnung. Draußen? Irgendwelche Bags oder whatever. Ja, keine Ahnung, schade, dann lass halt wieder gehen. Was ich hätte gesagt, also er baut sich halt neben Launch-Site, was macht er denn? Good shit, boys. Thanks. Have fun, man. Later, boy. Lol, Mann. Ja, schade. Toll. Das war nicht der juicy Loot, den ich jetzt haben wollte. Das war ja gar kein Loot. Er stand halt die ganze Zeit in der Base und hat, einfach nichts gemacht. Hm. Chat, der hat nichts, wirklich, der hat nichts. Er hatte am Mann 400 Gunpowder und so, das wollte er saven gehen. Sad. Schade. Im Deep Snow, Alter. Ja, nee, das verstehe ich einfach nicht. Neben Launch. Geiler, krasser Basebot. Neben Oil und so. Aber warum hat er auch Code Locks gemacht, wenn er solo ist? Ich wenn nicht. Er solo ist, vielleicht hat er auch eben Oil gemacht. So, weißt du, da war ja auch nur einer. Das war das Small Oil. Das ist auch bei ihm da, Small Oil. Wirklich, ja. Verdammt, hätte man besser mal auf die Base hier geschossen. Ich glaube auch, Mann. Jede Base wäre fast besser gewesen. Sogar unsere Nachbarn, Lul. Wahrscheinlich, aber, ja. Ist jetzt OP, diese MLS? Ich fand, jetzt fand gerade, ich jetzt nicht so Zeit, schlimm, ne? Okay, das war der Loot von einem ganzen Tag. Wir haben Midi gemacht, wie weiß ich nicht was. Wir haben Large Oil gemacht, wo halt die Elite Quads spawnen. Fand ich jetzt erstmal so, war jetzt nicht so richtig krass. Wenn wir jetzt direkt drin gewesen im Core oder so, würde ich sagen, okay, krass. Aber wir mussten ja trotzdem noch Boom benutzen, ne? Also es ging eigentlich. Ja. Er hätte krasser sein können. Meinst du, der hat das nicht mal mitbekommen, dass seine Base gebombardiert wurde? Aber ich hab ihn zumindest nicht spawnen gehört. Alter, stell dir mal vor, er hat das nicht mitbekommen, der sieht gleich, dass seine ganze Base einfach so weggebrochen ist. Da war ja außen die ganze Shell weg. Ja, das ja. Ist natürlich. Das ist richtig RIP. Ja gut, aber ich meine, wir haben doch ganz gut was geschafft heute, oder? Meinst du, die Base steht morgen noch? Sagen, dickes GG. Ich würde die Base später noch mehr securen, ein paar Türen noch reinsetzen und sowas. Safe. Krass. Wir haben Full Sets, es war ein Full Wipe, ne? Wir hatten keine BPs, keiner hatte irgendwelche BPs. Wir haben AKs, LRs. Ja, mit C4 geradet, mit Rocket geradet, mit X-Drone geradet. Wir haben. Mit einem Raketenwerfer-Auto. Endgame. So ja, hat doch ganz gut geklappt. Wie haben wir jetzt irgendwie jetzt gemacht? 8 Stunden ungefähr. Ich sag mal kurz dem Streamchen Tschüss. Okay, dann bin ich dann immer da. Ja, mach ich ähnlich. Mach ich genauso. Alright, gleich, ne? Bin noch kurz Minute. Juhu. Ja, krass. Da hört der jetzt einfach auf. Ich glaube, Takt. Ah, ne. Timing-mäßig. Gute Sache. Ja, Upkeep nur 3 Stunden. Ja, wir machen ja gleich dann ein bisschen Offstream noch ein paar Sachen. Kurz vorbereiten oder so, würde ich sagen. Also, was heißt vorbereiten? Ein bisschen Zeug fahren, ein bisschen dies, ein bisschen das, aber nicht allzu extrem. Aber ansonsten, ja, lief doch ganz gut, würde ich sagen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, was heißt, hätte ich nicht gedacht? Doch, eigentlich schon, muss ich gestehen. Bisher lief so eigentlich immer ganz gut. Einfach schön. Schöne 8,5 Stunden, leck mich am Arsch. Gott. So, tschüss. Jo, leider nimmt die Reihe jetzt hier schon ein abruptes Ende. Wir mussten leider am nächsten Tag feststellen, dass der Server so ziemlich dead war. Das heißt, dort weiter zu spielen hätte keinen Sinn mehr gemacht. Da wir aber 2 Tage eingeplant haben, sind wir kurzerhand auf einen anderen Server noch gegangen und haben im Prinzip da nochmal von vorne angefangen. Gibt dann also für euch auch nochmal eine kleine Reihe, die dann demnächst kommt. Aber hier ist jetzt erstmal Schluss. Also Schuss.